So, das ist nun der zweite Teil des spannenden Interviews mit Patrick. Bleib unbedingt dran, höre es bis zum Ende an, denn am Ende des Interviews des zweiten Teiles sage ich dir, was es zu gewinnen gibt und wie die Spielregeln lauten. Viel Spaß! So, nachdem wir jetzt die Aufbewahrungsfunktion, den Wertespeicher besprochen haben, lass uns mal über die Renditemöglichkeiten sprechen. Wir hatten also festgestellt, Diamanten, sehr, sehr langfristiges Investment, kaum Rendite möglich. Wir haben die Gründe dafür genannt. Ja, als Beimischung kann man es machen, den Portfolio, je nachdem, wie viel Geld einer anlegen möchte, das ist okay. Aber die Rendite spielt in einem anderen Bereich. Nämlich, wir kommen jetzt mal auf die drei Lieblingssteine zu sprechen, Rubin, Smaragd und Saphir. Genau. Also Rubin, der seltenste aller Edelsteine, hat über die letzten Jahre, und es gibt Aufzeichnungen beginnend im Jahr 1994, da wurde in Indien begonnen, dass man sich einmal die Wertentwicklung von Farbedelsteinen anschaut. Und seit dem Jahr 1994 hat sich der Wert beim Rubin im Schnitt versiebenfacht. Das muss man sich einmal vorstellen. Das heißt, in den letzten 25 Jahren hat sich der Wert von Rubin versiebenfacht. Woher kommt das? Rubin ist rot und wenn man sich überlegt, wie die Menschen weltweit kulturell geprägt sind, allein in Asien sind 5 Milliarden Menschen auf die Farbe rot geprägt. Sei es China, sei es Indien, sei es Indonesien, sei es die Philippinen, Thailand zum Beispiel. Thailand, ja. Also das sind Länder, die einfach wahnsinnig hohe Bevölkerungszahlen haben, die seit jeher auf die Farbe Rot geprägt sind. Daher hat der Rubin auch mit Abstand die höchste Nachfrage. Die Königsfarbe, ne? Die ganz Königsfarbe, einfach. Exakt. Auch in Russland, ne? Die Zaren und so weiter. Ja. Rot ist auch die Krone im roten Samt eingelassen und so weiter. Die Robe, wie heißt das, den Umhang von den Königen in Rot, ne? Also das hängt einfach auch damit zusammen, dass Rot immer eine Farbe der Dominanz war, seit jeher als Farbe der Dominanz gilt. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass zum Beispiel ein gelb-goldener Ring mit einem Rubin, wofür der steht, in der Symbolik her und von der Farbenlehre, versteht man auch, warum diese Farbe weltweit so begehrt ist. Und so wie ich vorher gesagt habe, also die Fundmengen in den Minen gehen massiv zurück, die Nachfrage steigt, weil seit jeher Richtung Sachwert in Asien investiert ist. Und daher entstehen eben solche Preissteigerungen bzw. solche Wertsteigerungen. Der Saphir, hauptsächlich in der westlichen Welt, sehr stark nachgefragt. Saphire gibt es in allen erdenklichen Farben. Der bekannteste natürlich ist der Blausaphir. Der Saphir entwickelt sich pro Jahr im Schnitt zwischen 5-6%. Also 5-6% dafür, dass ich den Stein de facto nur zu Hause habe. Und wir sehen es bei unseren Einkäufen. Wir haben beim Rubin pro Quartal zwischen 2-3% Steigerung bei den Einkaufspreisen, nur im Einkauf, allein da merkt man es schon. Und beim Saphir sind es auch 1-1,5% pro Quartal, wo die Preise einfach steigen, weil einfach die Nachfrage danach nach oben geht. Und je besser die Qualität, je größer der Stein, je schöner der Stein, also der Stein muss, beim Farbstein muss, spricht man davon, dass er leben muss, dass er die entsprechende Farbe hat, dass er eine entsprechende Leuchtkraft hat. Solche Steine gehen entsprechend stark nach oben. Und es geht ja nicht nur nach der Karatzahl, weil letztens haben wir für einen Kunden ein Karat gehabt, einen Rubin, der kann 2000 Euro kosten, der kann aber auch 8000 Euro ein Karat kosten, weil die Farbgebung natürlich viel, viel besser ist. Also beim Diamanten kennt man ja die 4C, wo es in erster Linie um Karat, dann die Color ist das zweite C, die Clarity ist die Reinheit, und den Cut, den Schliff geht. Ähnlich kann man es beim Farbedelstein sehen. Also ein Rubin muss einfach ein möglichst intensives, ein leuchtendes, ein sehr kräftiges Rot haben. Beimischungen von zum Beispiel Braun oder Orange, die machen den Stein wieder weniger wertvoll. Und wenn der Stein dann auch einen wunderschönen Schliff hat, eine wunderschöne Reinheit, also bis hin zu Augenrein, also quasi durchsichtig, dann haben solche Steine einen entsprechenden Wert. Und ganz wichtig, je nachdem, wo der Stein herkommt. Also es macht einen Unterschied, ob ich einen Rubin habe, der zum Beispiel aus Burma, die frühere Hauptherkunftsregion für einen Rubin, sind heute auch nach wie vor die am meisten nachgefragten Steine. Wenn Rubin aus Burma kommt, ist der automatisch deutlich mehr wert bei gleicher Qualität wie zum Beispiel ein Rubin, der aus Mosambik kommt. Mhm.
Mosambik kam ja später, ne? Mosambik kam erst wesentlich später. Also Mosambik 2009 ist oder so, 2009. 2008, 2010 ist Mosambik auf den Markt gekommen mit wunderschönen Steinen mittlerweile, auch sehr große Steine. Mhm. Und was ist passiert, wenn man sich die ganzen Charts entsprechend anschaut, die Entwicklungen der Steine? Normalerweise sagt man in der Volkswirtschaft Angebot und Nachfrage, das heißt mehr Angebot und der Preis geht nach unten. Genau das Gegenteil ist passiert, die Nachfrage ist noch einmal nach oben gegangen. Mhm. Und so hat sich der Wert vom Rubin aus Mosambik in den letzten knapp 10 Jahren nahezu verfünffacht. Ja, das heißt, wir reden hier wirklich mal um ein alternatives Investment. Wo richtig, nicht nur Wertaufbewahrungsfunktion in einem ganz kleinen Stein viel, viel Wert gespeichert werden kann, sondern auch ein lukratives Investment möglich ist. Aber trotzdem, man muss immer eine Langfristigkeit sehen. Genau. Also ich kaufe nicht in Stein ein, kaufe demnächst, dann will ich ihn wieder verkaufen. Das ist aus meiner Sicht ein No-Go. Das funktioniert auch nicht, weil letztendlich und vollkommen egal, ob wir jetzt um 20% den Stein günstiger als vom Wertgutachten hergeben, der Kunde zahlt immer die Mehrwertsteuer. Und das ist einfach ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Wir sprechen von einem mittelfristigen Investment 5-7% per anno. Und diese 5-7% per anno ist etwas, das ist realistisch, das man erreichen kann. Und deswegen auch, sage ich jetzt mal, 5-7 Jahre ungefähr Behaltedauer sollte man für einen Edelstein einplanen. Wenn man vorher verkaufen muss, gerne. Ja. Aber grundsätzlich mittelfristiges Investment. Ja. Aber was ja auch bemerkenswert ist, du hast eben die Charts angesprochen. Wenn ich das erstens sehe, die Wertentwicklung von Rubin, da gibt es keinen Knick nach unten, sondern man kann fast die Uhr danach stellen. Es ist jedes Jahr bupp, 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 der wird teurer. Geht es nach oben, genau. Also ja. Edelsteine dadurch, dass sie seit jeher ein extrem gefragtes Sachwertinvestment sind. Seit jeher, und ich gehe jetzt ins Mittelalter zurück oder noch weiter zurück, die legendäre Königin von Saba, das sind einfach Dinge, die bekannt sind. Da gibt es keine Volatilität, weil die Steine auf den Markt kommen, die werden auch seit jeher ausschließlich physisch verkauft. Mhm. Da gibt es kein, man kennt es ja beim Gold, das Papiergold zum Beispiel oder irgendwelche Aktien. Die Edelsteine, die auf den Markt kommen, werden genauso verkauft, wie sie vor einem liegen und fertig. Und damit hast du Angebot und Nachfrage, keinerlei Volatilität, keinerlei Möglichkeiten, dass in irgendeiner Art und Weise die Weltwirtschaft Auswirkungen auf die Steine hat. Im Gegenteil, wenn alle anderen Werte nach unten gehen, wenn die Weltwirtschaft quasi kollabiert oder eine Währungskrise ist oder eine Weltwirtschaftskrise, gehen diese Steine nach oben, weil es eben ein Sachwert ist. Richtig. Das heißt, wenn man sich den Chart anschaut, es ist unabhängig vom Ölpreis, unabhängig von der Börse, vom DAX, vom Dow Jones, wie das alles heißt. Es ist unabhängig von Vermietungs- und Verpachtungs-, von Immobilienwerten. Es ist unabhängig von Oldtimern und sonst in Richtung. Es ist eine, kann man wirklich sagen, eine eigene Anlageklasse, die so ein insulares Dasein führt, wo man gute Rendite mit erzielen kann. Exakt, weil ich eben einen großen Vorteil habe. Ein Edelstein braucht keinerlei Serviceaufwand. Du hast vorhin Oldtimer angesprochen. Oldtimer, die muss ich servicieren. Möglicherweise darf ich irgendwann Oldtimer nicht mehr fahren, weil der Schadstoff nicht passt. Ich muss einen Oldtimer entsprechend lagern. Ich muss ihn konservieren. Ich muss ihn allerdings auch bewegen, weil ansonsten wird er kaputt. Was muss ich bei einer Wohnung machen? Ich muss schauen, dass sie optimal vermietet ist. Ich muss immer schauen, dass ich meine Mieteinnahmen habe. Ich muss die Wohnung möglicherweise irgendwann einmal sanieren. All das brauche ich beim Edelstein nicht. Den habe ich zu Hause im Safe liegen und dort liegt er einfach und kann jederzeit weitergegeben werden in die nächste Generation beispielsweise. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Also an dem Investment kommt man ab einer bestimmten Einkommens- oder Vermögenssituation eigentlich gar nicht vorbei. Also wir sagen, Edelsteine sind eine Diversifikation innerhalb eines diversifizierten Portfolios. Ja. Soll heißen, 10-20% des liquiden Vermögens gerne in Edelsteine hineingeben. Definitiv, wir gehen nicht gegen Gold, wir gehen mit Gold. Auch Gold ist seit jeher willkommen. Und je nachdem, wie man sich sein Portfolio zusammenstellt, gerne auch mit Immobilien, gerne mit Aktien, mit Fonds und natürlich vielleicht auch mit ein bisschen Bargeld, das ich zu Hause habe, so diversifizieren, dass ich jederzeit das Beste aus meinem Portfolio rausholen kann. Jetzt kommen wir mal auf das Thema Einkaufen. Wie komme ich denn überhaupt an solche Geschichten ran? Wenn ich ins Internet gucke, es ist überhaupt gar kein Angebot da. Da ist, glaube ich, ein Diamantenanbieter ist da, der dann großes Geschäft macht. Aber wie gesagt, wenn man die Renditen mal nachrechnet, ist 2-3%, wenn überhaupt. Man muss also schon persönlich Kontakte haben. Wir haben ihn zufälligerweise letztes Jahr durch einen anderen Vertriebsrat, den ich kenne, kam der zustande. Und da bin ich ja sehr glücklich darüber, dass ich hier was ganz Exklusives bieten kann. Denn es kauft keine Bank hat das, kein Investmentladen hat so etwas im Portfolio drin. Das heißt, das ist schon eine ganz, ganz elitäre Sache, überhaupt mal mit euch in Kontakt zu kommen, habe ich den Eindruck. Also wie man es am besten einkauft, mache ich mal Werbung für dich über Häuser. Danke. Nein, Spaß, das ist
ist jetzt der Verkaufspitch, Leute. Es ist in der Tat ein persönliches Geschäft. Also wir sind stolz darauf, dass wir jeden Kunden individuell servicieren können. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, er möchte einem Investment in Edelsteine näher treten, bieten wir dem Kunden ein entsprechendes Portfolio an. Wie arbeiten wir? Ich nehme jetzt einen Beispielsbetrag. Kunde möchte 10.000 Euro, jederzeit auch gern mehr, in Edelsteine investieren. Wir stellen dem Kunden ein Portfolio zusammen aus 3 bis maximal 4 Edelsteinen, wovon ein Edelstein der sogenannte Signature Stone ist, also jener Edelstein, der wertmäßig den größten Anteil dran hat. Also bei 10.000 Euro sind das Steine zwischen 6.000 und 7.000 Euro das Stück. Und dann dazu noch 2 kleine Steine, die das Ganze flankieren. Warum? Wenn ich nur einen Stein hätte und ich muss liquidieren oder ich muss deinvestieren, was mache ich? Ich muss einen Edelstein verkaufen, weil ich zum Beispiel gerade 2.000 oder 3.000 Euro brauche. Deswegen ein großer Edelstein, 2 kleine, ich kann das verkaufen. Ja, habe ich noch ein bisschen Flexibilität. Genau. Ich kann mir aussuchen, ich verkaufe den Stein, wo ich sage, der macht jetzt am meisten Sinn zu verkaufen. Habe ich alles nur in einen Stein investiert, muss ich den ganz verkaufen? Ich kann ja nicht ein Stückchen abschneiden und sagen, ich verkaufe jetzt einen halben Edelstein. Genau. Das geht. Also das ist ähnlich wie beim Gold. Natürlich könnte ich vom Gold ein bisschen was abkratzen, aber das funktioniert ja leider Gottes in der Praxis nicht. Beim Edelstein kann ich kein Scheibchen abschneiden. Ja, genau. Und das heißt, wie kommt dann der Edelstein letztendlich gesehen, wenn gekauft wird? Wie läuft das mit der Bezahlung? Wie kommt der Stein nachher zum Kunden? Also grundsätzlich relativ simpel. Es ist seit jeher Edelstein ist ein Zug-um-Zug-Geschäft. Bargeld ist aufgrund der Schwarzgeldbestimmungen bzw. Der Geldwäschebestimmungen natürlich so nicht mehr möglich. Aber wie läuft es? Edelsteine werden besichtigt, Edelsteine werden angeboten. Das machen wir gerne per Foto oder persönlich beim Kunden zu Hause. Wir schauen uns die Edelsteine gemeinsam an, empfehlen dem Kunden etwas. Kunde sagt, er möchte das haben, Kunde bekommt die Rechnung, Kunde überweist. Wenn der Kunde das sofort macht, lasse ich die Edelsteine dort, die Zertifikate werden danach zugestellt, sobald das Geld bei unserem Konto ist. Ansonsten zahlt der Kunde einfach an und sobald das Geld bei unserem Konto ist, wird das Ganze per versichertem Werttransport dem Kunden zugestellt. Ganz wichtig, so diskret als möglich. Ja, erstens ganz wichtig, diskret muss das Ganze sein. Da steht also nicht der Absender drauf und so weiter. Nein, es ist wirklich ganz unverfänglich. Und es kommt auch nicht der Panzerwagen auf die Seite. Ja, ich habe es ja selbst schon für mich gemacht. Ich weiß, wie es funktioniert. Aber am Anfang haben wir immer so ein bisschen so ein Bauchgefühl, ja, geht das denn alles gut, klappt das und so weiter. Deshalb probiere ich so Sachen natürlich immer selbst aus. Und für meine eigene Anlageportfolio ist das auch sehr interessant, was ich hier für Kunden natürlich mache. Und das klappt. Und natürlich, eins ist klar, ist wertgesichert das Päckchen. Das heißt, wenn es auf dem Transport verloren geht, hat der Kunde nichts mit zu tun. Überhaupt. Dann ist das euer Risiko, das ihr abgesichert habt. Das heißt, erst wenn der Kunde das in seinem Briefkasten hat, bekommen hat, das wird ja persönlich übergeben und geklingelt, dann ist das Steinchen auch ihm. Genau. Und damit ist das auch in sein Eigentum voll übergegangen mit allen Risiken und Pflichten. Genau. Ja? Das schönste Geschäft ist natürlich immer das, wo man mit dem Kunden zusammensitzt und wo der Kunde dann einfach wirklich gerne mal aus 20, 30 Edelsteinen sich das Portfolio zusammensuchen kann, das er gerne möchte. Wir haben andere Kunden, die eine sogenannte Standing Order haben, die einfach sagen, pro Monat 2.000 bis 3.000 Euro, immer mal ein Steinchen schicken. Naja, ich habe auch einen Kunden, der will im Prinzip, der kauft alle 3 Monate für 2.000 Euro ein Steinchen ein. Ne? Genau. Der sammelt das Geld und sagt, jetzt möchte ich wieder einen neuen Stein haben. Ja. Exakt. Ja. Ja. Oder dieses Jahr rot, nächstes Jahr blau. Auch genau. Das gibt's. Ja. Alles möglich. Ne? Das ist jetzt der Einkauf, also ganz simpel. Du hast ja vor Ort, aber vor Ort für 2.000 Euro klappt das natürlich nicht, denn ihr habt natürlich auch Kosten, Reisekosten, so. Ihr verbindet das natürlich mit Terminen. Wenn das heißt, wenn du mal einen Termin hast und es sind Leute, die sind interessiert, dann kann man das bündeln, das ist okay. Gerne. Aber ansonsten extra anreisen ab 30.000 Euro Investment, komme ich gerne vorbei. Ja. Und wir suchen uns dann genau die Steine aus, die für den Kunden passend sind. Genau, doch ist die Emotion spielt natürlich eine Rolle und natürlich auch deine Sachkompetenz, deine Fähigkeit zu sagen, hier so und so kann man das zusammenmischen. Und ich muss sagen, ich habe das Gespräch schon miterlebt, wie Patrick das macht bei Kunden. Es ist wirklich erste Sahne, der Mann hat richtig Ahnung. Da fühlt sich der Kunde auch sehr, sehr gut aufgehoben, weil da sitzt ein ausgewiesener Fachmann. Jetzt ist das Thema, jetzt habe ich so ein Ding, jetzt muss ich mal verkaufen. Was sind denn die Abverkaufswege? Wie kriege ich denn so ein Ding los? Normalerweise, wenn es gut läuft, übergibt man das an die nächste Generation, der Opa auf den Enkel vielleicht sogar, auch wunderbar weitergebbar nach dem Motto, Thema Erben ist ja von mir ein Thema, das wisst ihr aus dem Podcast, dass ich ja darauf spezialisiert bin. Wie kriege ich im Prinzip Geld in die nächste Generation sehr, sehr kostengünstig, ohne dass das Finanzamt mitbeteiligt wird? Auch dafür ist ein Edelsteinportfolio wunderbar für den Themenbereich Erben und Schenken zu nehmen, das nochmal am Rande erwähnt. Aber wie geht denn das jetzt, wenn ich mal so einen Stein verkaufen müsste? Grundsätzlich sagen wir unseren Kunden eine Sache.
Wenn ein Kunde jemals verkaufen muss, verkaufen möchte, wie auch immer, es gibt zwei Dinge, die zu beachten sind. Niemals zu irgendjemandem hingehen und sagen, er muss verkaufen. Sobald du verkaufen musst, geht der Preis in den Keller, vollkommen egal. Wir bieten unseren Kunden folgende Möglichkeiten an. Kunde kommt zu uns, sagt, ich habe damals den Stein bei euch gekauft. Wir wissen ja, welche Steine wir an wen verkauft haben. Kunde kommt zu uns und sagt, ich würde den gerne verkaufen. Was könnt ihr mir für einen Preis machen? Wir machen unseren Kunden immer ein Angebot, das ist einmal das Erste. Das Zweite, was ist, wir geben den Kunden gerne auch Tipps, wo er sie alternativ noch verkaufen kann. Es kann nämlich durchaus auch mal sein, dass ein Kunde sagt, so, er ist ausgewandert, wo kann ich den Stein jetzt, keine Ahnung, in Spanien oder in den USA verkaufen? Auch da geben wir gerne Adressen her. Sehr interessant ist die Möglichkeit, dass wir den Stein gerne ankaufen, wenn der Kunde das möchte. Wir bieten dem Kunden auch die Möglichkeit, dass wir auf Kommission verkaufen. Da ist der Kunde überhaupt am besten abgesichert, weil da ist unser eigener Antrieb, dass wir schauen, dass wir den bestmöglichen Preis für den Kunden rausschlagen, sozusagen, also den besten möglichen Preis erzielen, weil wir letztendlich am Kommissionsgeschäft ein bisschen mitbeteiligt sind. Da sprechen wir von 1-3%, je nachdem, welcher Verkaufsgrad das ist. Und die dritte Möglichkeit, international, ist ein ganz wesentlicher Punkt, der Markt bei Auktionen für naturfarbene Edelsteine ist in den letzten 10 Jahren, angetrieben durch die großen Auktionshäuser Sotheby's, Christie's, Bonhams, Artcore Real zum Beispiel, aber auch das Dorotheum in Österreich, das ist relativ nah von Deutschland, sehr stark nach oben gegangen, weil diese Steine sehr begehrt sind. Der schlechteste Weg ist, wenn ich verkaufen muss und einfach nur zum Juwelier ums Eck gehe und einfach sage, ich hätte gerne etwas für diesen Stein. Der Juwelier wird immer mit Abstand am wenigsten zahlen. Du hast es vorher angesprochen, vollkommen richtig. Der Juwelier will natürlich nachher auch nochmal was dran verdienen. Aber da gibt es einen relativ einfachen Trick, den ich gerne verrate. Ja, man nimmt einen Stein, geht zum Juwelier und sagt, ich habe hier diesen einen Stein, können Sie ein Pendant dazu, also einen zweiten Stein, weil ich zum Beispiel Ohrringe dafür für meine Frau, für meine Tochter oder wie auch immer oder für Manschettenknöpfe haben möchte. Da stellt man nämlich eine Sache fest. Die meisten Juweliere können keine naturfarbenen, unbehandelten Edelsteine bekommen. Mit dem Zertifikat kann ich dem Juwelier mal beweisen, dass dieser Stein überhaupt echt ist und was er wert ist. Und der Juwelier wird dann sagen, ja, es wird ungefähr das und das kosten, wenn er so einen Stein besorgen kann. Damit hat der Juwelier sich selbst schon einmal eine kleine Benchmark gesetzt und dann kann man sagen, und was würde ich dafür bekommen? Damit kann der Juwelier nicht mehr allzu hoch nach oben gehen, beziehungsweise allzu weit nach unten, wenn er sagt, okay, im Ankauf. Also er kann nicht sagen, wenn der Stein bei ihm jetzt 2.000 Euro kosten würde, wenn man so einen nochmal haben möchte oder 10.000 Euro von mir ist, und nachher beim Einkauf, nee, ich gebe dir 500 oder ich gebe dir 2.000 dazu. Mhm. Ja? Also von dem her immer auch ein bisschen schauen, dass man ein verkäuferisches Geschick hat, wenn man den Stein schnell verkaufen muss. Aber grundsätzlich immer zuerst zu uns kommen, wir machen ein Angebot. Wir das Warum ist einfach, ihr wisst ja, was ihr verkauft habt, ihr habt die Quellen und so weiter und das spart euch den Weg nach Indien, sage ich mal, übertrieben. Wir kennen unsere Steine sehr, sehr gut und speziell, wenn es schöne Steine sind und ich nenne da jetzt bewusst einmal Saphire oder Rubine aus Urmer, auf die haben wir selbst eine Warteliste im Einkauf, umgekehrt haben unsere Kunden eine Warteliste im Einkauf und dementsprechend, wenn ein Kunde einen Rubin oder einen Saphir aus Urmer an uns zurückverkaufen möchte, machen wir das sehr gern, weil der Stein ist de facto am nächsten Tag schon wieder weg. Ja. Stichwort Warteliste ist auch interessant, das heißt, ihr nehmt auch Aufträge an, nach dem Motto, ich möchte einen Stein aus der Region haben, ungefähr die Größenordnung. Die nehmt er, wenn er den nicht verfügbar hat, auf Warteliste und guckt bei den nächsten Einkäufen, wo er den Stein halt für den Kunden besorgen könnt. Also grundsätzlich ist einer unserer großen Vorteile ist unser Warenlager. Also wir können nahezu jeden Wunsch des Kunden erfüllen. Meistens eben, wie ich vorher schon gesagt habe, 24 Stunden bis maximal eine Woche können wir normalerweise erfüllen. Wenn es größere Aufträge sind, braucht es ein bisschen. Aber wenn ein Kunde einen ganz exklusiven Wunsch hat, zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, eine bestimmte Qualität, eine bestimmte Güte, eine bestimmte Menge an Farbdiamanten oder an möglichst guten Urmer-Rubinen, das dauert, aber der Kunde bekommt es definitiv über uns. Mhm, klasse. Ihr bietet ja ein Full-Service-Konzept. Fasst das vielleicht nochmal zum Schluss zusammen, denn wir haben jetzt 50 Minuten miteinander gesprochen, richtig coole Tipps rausgehauen meines Erachtens und ich glaube, viele Fragen dürften nicht mehr offen sein, wenn, sind wir natürlich gerne da im Nachhinein die für euch zu beantworten. Fasst nochmal zusammen als Full-Service-Agentur, was macht ihr, was andere nicht machen oder gar nicht können? Also erstens einmal, wir nehmen jeden Auftrag eines Kunden an. Wir sagen dem Kunden sofort, ob das realistisch ist, was er haben möchte oder
ob es eben nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, sei es, weil es preislich nicht geht, aber grundsätzlich können wir dem Kunden da immer etwas Passendes anbieten. Das nächste, was ist, wir verstehen uns nicht nur darauf, jetzt Edelsteine zu verkaufen und dann geh mit Gott, aber geh, lieber Kunde, sondern eben den Kunden auch über den Ankauf hinaus, After Sales, dementsprechend auch zu betreuen. 25% unserer Kunden wollen von Haus aus beispielsweise Schmuck haben, wo eben ein naturfarbener, unbehandelter Stein verarbeitet ist. 75% dieser Kunden haben diese Steine im Safe liegen. Wenn ein Kunde aus einem entsprechenden Stein ein Schmuckstück haben möchte, lassen wir über entsprechende Juweliere und Goldschmiede, die für uns arbeiten, absolut exklusiv für den Kunden anfertigen, Handarbeit. Das ist einmal das nächste Angebot, wo der Kunde sagt, okay gut, ich habe diesen Stein, ich hätte daraus gerne einen ganz speziellen Ring gefertigt. Was darüber hinausgeht, ebenso wie ich gesagt habe, wir unterstützen den Kunden auch darüber hinaus beim möglichen Verkauf oder bei einem Deinvestment oder bei einer Umschichtung des Investments. Und ganz entscheidend, wir stellen auch den Kontakt her, jederzeit gerne in Richtung Versicherung, weil nämlich, wenn ich ein entsprechendes Portfolio habe und das gerne auch trage, stellen wir gerne den Kontakt her zu Versicherungsunternehmen, die solchen Steine als Trageversicherung bzw. als Sachwertversicherung über die normale Haushaltsversicherung hinauf abdecken. Ja. Eine Nachfrage noch, Kunden, die sich bei euch jetzt mit einem unbehandelten Stein ein Schmuckstück anfertigen lassen möchten, ihr besorgt dann im Prinzip zu anständigen Juwelieren Kontakte. Ich gehe davon aus, das ist dann günstiger, als wenn der Kunde selbst zu einem Juwelier gehen würde, sagt, ich bringe den Stein mit, machst du diese Leistung für mich? Wahrscheinlich ist es das. Ja. Der Fokus bei uns liegt aber darin, dass wir schauen, also jetzt im Vergleich zu einem klassischen Juwelier, der einen fertigen Ring verkauft, können wir definitiv das günstigere Angebot stellen, weil bei uns der Stein im Vordergrund steht. Bei uns steht keine Marke, die de facto auf das Metall aufgeschlagen wird im Vordergrund, sondern bei uns steht der Stein im Vordergrund. Und das ist eine seit jeher bekannte Sache, dass wenn man sich überlegt, ein Ring braucht ca. 6 bis 10 Gramm Gold. Wenn man sich den Goldpreis anschaut und das beste Gold nimmt, also 750, also ein 18-karätiges Gold, kann man davon ausgehen, dass der reine Materialwert selbst für den Ring, in dem du einen Stein einsetzen kannst, sage ich jetzt mal, irgendwo bei 300 bis 400 Euro maximal liegt. Der Rest ist die Arbeitszeit des Goldschmiedes. Mhm. Natürlich muss der auch was verdienen und es wird fein säuberlich verarbeitet, alles. Und in diesem Ring, wo ich jetzt sage, die Verarbeitung des Ringes komplett, dass der fertig ist, wenn der alle Stückchen spielt, sage ich jetzt mal 2.000 bis 3.000 Euro nur der Ring. Und in diesen Ring kann ich aber einsetzen, wenn ich möchte, einen Rubin um 500 Euro, kann aber auch einen Rubin oder einen Saphir einsetzen, der mehrere zigtausend Euro kostet, weil das Metall selber nicht darüber entscheidet, was der Ring per se wert ist und neben der Stein. Thomas und du haben sich noch eine schöne Sache überlegt. Thomas hat ja ein Buch herausgebracht, Edelstein als Investment. Genau. Was also habt ihr euch da überlegt? Das Buch ist 2017 auf den Markt gekommen, ist das erste seiner Art, dass all das, was jetzt hier im Podcast vom Holger besprochen wurde, sehr im Detail noch einmal zusammenfasst, persönliche Anekdoten vom Thomas aus seinen vielen Jahren. Er ist ausgebildeter Gemologe international in Asien, in den USA, in der Schweiz, in Deutschland und hat wirklich ein Buch auf die Beine gestellt in Österreichs führenden Wirtschaftsverlag Investment als Edelsteine. Und für deine Kunden, für deine Zuhörer, lieber Holger, stellen wir einmal 5 Bücher zur Verfügung. Wie auch immer du die dann deinen Kunden zukommen lässt. Ja, dann machen wir doch Folgendes. Bisschen was zum Lesen. Wir leben ja davon, dass der Podcast nicht nur von den Leuten bisher gehört, die ihn hören, sondern auch schön weiterverteilt wird. Deshalb das Angebot, die ersten 5, die hier eine schöne Rezension schreiben und eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben, die bekommen das Buch von mir zugeschickt. Ist eine große Angebot steht, das nehme ich mir in die Shownotes mit rein, verschicke ich gerne. Und deshalb vielen, vielen Dank an dich, lieber Patrick, auch an den Thomas, vielen Dank für die Bücher. Es hat Spaß gemacht, das Interview mit dir zu führen. Eine super Anlageinvestition, mal was ganz, ganz Neues, was sehr, sehr selten ist. Deshalb habe ich heute mal, sagen wir mal, ein Produkt rausgeschossen, was ich normalerweise nicht mache in meinem Podcast, aber das ist so außergewöhnlich, das gibt es nicht an jeder Ecke. Und deshalb wollte ich dieses Thema mal besprechen, weil man liest in der Zeitung auch immer mehr über diese neuen Investments. Definitiv, ja. Viel Vergnügen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke. Ja, euch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würde ich euch bitten, teilt ihn doch, denn der ein oder andere, der diese Investmentform überhaupt nicht kennt,
ist vielleicht auch dran, dass sie jetzt da mal sich ein bisschen reinzuhören und bekommt vielleicht den einen oder anderen Tipp, ob das für ihn überhaupt eine interessante Sache sein könnte oder nicht. Wenn Fragen sind, bin ich gerne für euch da. Fachfragen gebe ich gerne an den Patrick und an den Thomas weiter. In dem Sinne, seid uns gewogen. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und denkt immer dran, lasst euch nicht abzocken. Tschüss, der Patrick und euer Holger. Ciao. So, du wirst bestimmt schon ganz gespannt sein, was es zu gewinnen gibt. Hier die Auflösung. Patrick hat sich da was ganz Besonderes überlegt. Er spendet 5 Bücher mit dem Titel Edelsteine als Investment, der Gewinnratgeber. Autor ist Dr. Thomas Schröck, ein ausgewiesener Experte und Gemologe. Das heißt, hier gibt ein Experte wirklich aus der Praxis Tipps und Tricks, was hier zu beachten ist, damit, wenn du dich für das Thema interessierst, auch die richtigen Dinge erwerben kannst. Nun, wie kannst du hier gewinnen? Schreib doch bitte eine Rezension, wie dir dieses Interview, dieses Thema Edelsteine gefallen hat. Diese Rezension machst du bitte auf iTunes oder auf meiner Facebook-Seite, auf meinem Facebook-Account, das heißt Holger Nentwick. Dann machst du bitte einen Screenshot von der Rezension und mailst diesen Screenshot an fragholger@gfmsnentwick.de. Das ist ein Wort, gfmsnentwick. Du kannst aber auch in der Shownotes dir diese E-Mail-Adresse auch nochmal anschauen. Schreib bitte unbedingt deinen Namen, Vor- und Nachname, deine Anschrift dazu, damit ich weiß, wohin ich das Buch schicken kann. Wer gewinnt? Diejenigen, die 5 interessantesten, die Rezensionen, die uns am besten gefallen, die gewinnen hier auf jeden Fall ein Buch, das ich dir dann zuschicke. Ich hoffe, du gewinnst ein Buch. Ich freue mich auf tolle Rezensionen und schön, dass du mitgemacht hast.